Also ja, scheinbar Sachen einfach so zu finden, die mal rumlatscht. Send schreiben? Nein. Kann ich mal kurz in die Enzyklopädie reinschauen? Grabeslicht beherrschen. Da, da, da. Kampfmechaniken. Lieder. Nein, nein, nein. Beeinträchtigungen, Verletzungen, Ausrüstung, Orte, Wissen. Tipps für Hotkeys, Notizen, Statistiken, Tutorials, ja. Entlassene Gefährten. Kehrer ins Kriegslager zurück, Fähigkeiten. Kyros-Takt der Schwerter, ja. Levelaufstieg, Macht, Schleichen. Der Spielmodus dient sowohl zum Schleichen als auch zum Ausspielen von versteckten Objekten wie Fallen oder Behältern. Während des Spielens beginnt der Auswahlkreis des Charakters sich gelb zu füllen, wenn ein feindlicher Charakter anfängt, ihn zu entdecken. Ja, wird er misstrauisch, bla bla bla. Charakter entlassen, Fähigkeit. Feldinteraktion. Ressourcen. Ressourcen? Ach, Ressourcen für den Turm. Schriftrollen, Eisenbahn, Bronzebahn, Alchemiematerial und Tierhäute. Spähen. Die Stufen sind ein gefährlicher Ort voller umherschleichender Feinde und sorgfältig verborgener Geheimnisse. Aktiviere mit Alt den Spielmodus, um die Schleichen zu bewegen und nach versteckten Objekten wie Feinde und Behältern zu suchen. Basiert auf List-Skill. Okay. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass ich die Vendrien-Wachen nicht plündern darf. Aber ja, das Geheimnis da habe ich ja schon gefunden. Also gehen wir jetzt mal hier hin. In das Lager. Even a Fury needs her sleep. Oh. Ist sie irgendwie müde? Weil sie sich gerade so beschwert hat. In the reflexes. Ein Granat und Trank der Wiederbelebung. Jo. Right. Fallschinker. Verstärkung endlich hier entlang. Wir müssen. Der Chorkrieger sitzt mit seinem tätowierten Arm zum zackigen Salut an. Mitten in der Geste aber steht ihm plötzlich ein verwirrter Ausdruck im Gesicht. Schwester Lyra, was habe ich getan, um solch eine helfende Hand verdient zu haben? Dem Mann entkommt ein Kichern, bevor er schaudert und sich eine Hand vor den Mund legt. Als er sich auf einmal bewusst wird, leise sein zu müssen, flüstert er nur noch barsch. Fünf Tage hat ja wirklich Humor, dich zu schicken. Lyra wirft ihm einen kalten Blick zu, sagt aber nichts. Ihr kennt einander? Der hier gehörte zu meiner Gruppe, bis er sich der Bande von Totenglocke angeschlossen hat. Das mutterlose Schwein hatte nicht einmal den Mumm mit mir, um das Recht auf Abschied zu kämpfen. Er packte einfach seine Sachen und floh mit eingezogenem Feiglingsschwanz zwischen seinen fetten Beinen. Und eine schlechte Entscheidung war es auch noch. Wie viele hast du unter deinem Kommando denn schon verloren? Er hält eine Hand hoch und unterdrückt ein Lächeln. Ich habe mich versprochen. Bestimmt warst du nur für die meisten Tote verantwortlich. Das Ableben durch ihre eigene Inkompetenz kann man ja nicht ausschließen.
Anscheinend hat Totenglocke meinen Rat nicht befolgt, dich zu kastrieren, um deine Ausbrüche in den Griff zu bekommen. Lya zieht ihre Klinge mit einer geschmeidigen Bewegung. Zu Lyra, wenn du gegen ihn kämpfen willst, halte ich dir den Rücken frei. Aber hier, wir sind hier auf einer Mission. Falsch hinkam Hals packen. Entschuldige dich jetzt sofort. Stumm dreinblicken. Steck deine Klinge ein, sonst werde ich es für dich tun. Nehmen wir das erste Mal. Mist, dann ein andermal. Also wir haben Loyalität gewonnen. Falschinker, gewöhne dich schon einmal an den Gedanken, ein Messer im Bauch zu haben. Es wird höchstwahrscheinlich von mir kommen. Lyra schläft und schlägt ihre Waffe in den Gürtel. Ich ärgere dich nur ein wenig der guten alten Zeiten willen. Du warst immer glücklicher, wenn du da draußen in der Welt einen Widersacher hattest, was? Ihr Lager ist gleich da drüben, sagte nach Nordosten deutend. Und wir behalten sie schon seit den letzten paar Tagen im Auge. Manche von ihnen sind vor ein paar Stunden aufgebrochen zur Nahrungssuche, vielleicht zur Patrouille. Aber sie sind noch nicht zurückgekehrt. Wäre wohl klug, jetzt loszuschlagen, solange sie noch aufgeteilt sind. Wie hast du diesen Ort gefunden? Eine Art glücklicher Zufall, er deutet nach Osten auf die Berge. Wir waren oben in den Bergen und hatten Befehle, die Einbrecher im Tal zu halten und allen möchtegern Verbündeten den Zugang dorthin zu verwehren. Dann passierte das merkwürdigste aller Dinge. Der Pass wird von Erdbeben erschüttert. Da die Beben ein ganzes Weilchen dauerten, dachte ich, dass sie wohl magisch wären. Aber Hertexen oder sonst jemand war nirgendwo zu sehen. Das Tal wurde von Kyros Magie versiegelt. Ach ja, das würde es erklären. Wir dachten in einem Moment lang, dass Kern überlebt hatte und für seine Rache zurückgekehrt war. Da wir dachten, den Pass nicht mehr bewachen zu müssen, gingen wir bergab zum Lager zurück. Er schaut nach Norden. Ein neues Fischlein in der Bande hatte gute Augen. Sie sah die Lagerfeuer von weit oben. Wir wurden neugierig, schlugen diesen Weg ein und das war es auch schon, wie wir hierher gelangt sind. Was für einen Plan hast du? Zwei von meiner Bande habe ich in den Bergen verloren und wir sind schon seit Tagen auf halbe Ration. Bis wir also nicht eine viel größere Truppe zusammenbekommen, werden wir keinen Kampf gewinnen können, den wir beginnen. Da du jetzt hier bist, wird sich meine Bande zurückhalten und nach Schwierigkeiten Ausschau halten. Vielleicht können wir hinzustoßen, sollte es haarig werden. Damit kann ich umgehen, gibt keinen Grund, seine Krieger zu überlasten. Zu feig für den Kampf, ich sehe schon, wie es ist. Nehmen wir das obere. Du hast Gunst beim Chor hinzugewonnen. Weiterhin klatscht dazu, stimmt in die Hände. Kyros würde deine Tapferkeit applaudieren. Meine Bande und ich werden in der Nähe lauern. Wenn du angreifst, werden wir auf sie hereinbrechen und dabei helfen, Florian gefangen zu nehmen. Keine Sorge, ich werde die anderen wissen lassen, dass du die schwere Arbeit erledigt hast. In der Schlacht trickse ich schon, nicht aber mit meinem Ruf. So, einmal Quicksave, bitte. So, wir sollen gucken, dass wir den Hauptmann ausfindig machen. On the lookout. Das hier sieht so aus, als ob es ein Secret hier geben könnte. Gibt es allerdings nicht. Time to lighten my step. Hier gibt es aber was Verstecktes. Das ist immer gut. Gibt auch Listbonus bei allen. Der bronzene Axt ist einhändig. Würde erheblich mehr Schaden machen. Und wer genauer? Stab des borealen Frosts. Okay, das hier oben ist abgegrenzt irgendwie. Oh, und da ist noch was versteckt. Trank der Elementarbarriere.
Also ja, teilweise haben sie die Trunkskins aus Pillars of Eternity übernommen, was das Ganze nur verwirrender machen würde. Hier kommen wir nicht so leicht durch. Da haben sie den Weg auch blockiert. Aber ich glaube nicht, dass ich mit dem hier einfach so reden kann. Nein. I'll stay down. Downwind of our enemies. Da sind zwei. Eine Ehrenwache und eine Sonnenwache. I'd say that's worth a second glance. So. Damn thing couldn't. Das hat schon mal gut geklappt. Ja, du bist etwas angeschlagen. Hau den mal um. Du und du, ihr konzentriert euch auf den. You got it. Du heizt mal sie. Du heizt auch mal sie. Ah, someone stitch me up. Wie viele Wunden hat sie mittlerweile? 4. Dann machen wir den hier mal. Und machen auch mal den hier auf sie, dass sie mehr aushält. I'll aid you. So. Nee, du erstmal eine Heilung auf sie. Du Stoß. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Und wir kriegen sogar mal wieder einen Drop. Eine ruinierte Rüstung. I got it. Au. Auf die habe ich vergessen. I'm sure you're all young, alert and feeling unstoppable, but I need a break. Ja, nach dieser Mission können wir mal rasten, auch wenn sie ziemlich angeschlagen ist. I'll stay downwind of our enemies. So, klappen wir das mal kurz ein, während wir hier nach Fallen suchen. Oh. Eine Falle. Will do. Kann ich die entschärfen, ohne entdeckt zu werden? Jo. Ich konnte sie entschärfen, ohne entdeckt zu werden. Ehrenwache, Bogenschütze, Sonnenwache und ein Grenzläufer. Das ist wieder dieselbe Konstellation wie das andere, was mich angegriffen hat. Wobei ich mir jetzt nicht ganz so sicher bin, ob da nicht noch ein Magier dabei ist. Das heißt, wir buffen mal hoch. So. Äh,
Und du kannst da ruhig rauskommen. Get back here. Oh. Du bist nervig. Du musst da auch mal weg. At once. So, du heilst dich mal selber. Won't happen. Warum? Egal. Ich lade den Autosave, den Quicksave und speichere dann mal ordentlich, weil die kleine Aufnahmesession ist jetzt eigentlich vorbei. Aber ich glaube, die kriege ich noch hin, ohne rasten zu müssen. Ich werde nämlich nicht zu viel Zeit verplempern wegen Kyos Tag der Schwerter. Also LP 004. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.